Ah, ich weiß nicht, ob ich schon online bin, aber hallo erstmal. Ich muss hier erstmal die ganze Kabellage wieder sortieren. Ich war ja nun schon lange nicht mehr online. Und ja, Soma sehen wir hier. Also eigentlich noch nicht wirklich sehen wir Soma, aber es wird gleich Soma Part 4 sein. Ich muss erstmal hier alles anstöpseln, damit auch der Strom da ist. So, schnell eine Nachricht bekommen. Ja, so, Part 4, der lange auf sich warten lassen hat, aber ging halt nicht anders. Ich habe nur noch Termine, Termine, Termine und. So, von daher, einmal X drücken und dann geht es auch schon weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier machen soll. Muss ich jetzt echt mal gucken. Ich mache erstmal hier eins auf weiter und dann gucken wir mal. So. Auch alle, die hier zugucken, schön, dass ihr zuguckt. Ich muss das hier erstmal starten, alles. So. Delete sowieso. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, was überhaupt passiert ist. Ah, Fabi ist am Start, das ist gut. Guten Morgen erstmal. Früher Morgen ein Stream. Vertreibt vielleicht Kummer und Sorgen, ne? Nein, ich habe heute ein kleines Zeitfenster, von daher denke ich mal, mache ich mal da. Das, was ich eigentlich gestern schon machen wollte, aber gestern überhaupt nicht zugekommen bin. Und Lüf will ja auch noch weiter gucken. Sie möchte ja wissen, wie es weitergeht. Sie hat ein, zwei gute Denkanstöße mir gegeben. Und zwar sagt, ich gehe ja davon aus, dass hier irgendwelche Außerirdischen runtergekommen sind, die da irgendwie Blubber freigesetzt haben und damit diese Maschinenwesen, wo die Gehirne der Menschen reinprojiziert wurden, die werden jetzt irgendwie so übernommen von den Außerirdischen. Ja, kann auch alles nur im Kopf von dem anderen sein, von dem Simon, der zum Anfang im Part 1 da einfach auf dem Stuhl liegt, weil er jetzt einen Autounfall hatte und einfach nur so ein Ding in seinem Kopf irgendwie frei. Oder da wurde irgendwas freigesetzt, keine Ahnung. So, was haben wir noch? Da hatte sie auch noch was Interessantes geschrieben, da muss ich näher nochmal gucken. Also, ich weiß auch gar nicht, ob die Außerirdischen, dass da überhaupt erwähnt wurde. Das habe ich mir nur so gedacht, weil, wie gesagt, der Komet runtergekommen ist und überall so eine ekelhafte Suppe hängt. Und von daher muss ich hier X drücken. Wie lange braucht er denn hier? Ja, die Catherine ist in meinem Arm drin. Ja, von daher gehe ich aus, dass da irgendwie was Außerirdisches ist. So richtig Ansatzpunkte habe ich da vielleicht nicht mehr gefunden oder ich weiß die nicht mehr in meinem Kopf. Denn mein Kopf ist auch manchmal sehr voll und auch manchmal sehr leer. Keine Ahnung. Ja, zum Fortfahren-Taste drücken. Ja, was war noch? Die man da sieht, die brauchen wir gar nicht wirklich töten. Die sind einfach nur. Wir sind hier in irgendeiner Station. Ich weiß nicht mehr, in welcher Station wir sind. Wir waren. Wie laufe ich? So laufe ich langsam, so laufe ich schnell. Nee, ich laufe. Wie laufe ich schnell? So laufe ich schnell. Ja, genau, wir waren doch hier. Geh mal auf. Achso, ich muss die Tür erstmal aufmachen. Was ist meine Eingangstaste nochmal? Aber warum ist das jetzt dunkel? Warum kriege ich jetzt keine Taschenlampe mehr an? Achso, das war meine Taschenlampe, die Dreiecktaste. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Also das war das Zimmer von Catherine, glaube ich. Aber das könnt ihr euch alles Part davor angucken. So, ich erzähle auch jetzt gerade ein bisschen viel, weil ich auch jetzt wieder reinkommen muss. Hier waren wir, hier waren wir. Wir wollten eigentlich. Das war das Zimmer von der Catherine, die bei uns im Arm drin ist. In dem Pott oder in dem. Der Name fällt mir auch gleich wieder ein, was wir hier irgendwie so an unserem Arm dran haben. Muss jetzt mal meine Kopfhörer ordentlich richten. Ich entsperre jetzt erstmal von Conrad irgendwas. Keine Ahnung, was wer Conrad jetzt war. Das ist immer witzig, wenn man eine Woche nicht gespielt hat und man dann gar nicht weiß, was man überhaupt macht. So.
Zora duken. Ich habe ja eh nicht viele Möglichkeiten, außer zu, mich zu duken, zu laufen, hier gewisse Sachen lesen, Geräusche hören wir schon wieder. Zange, kann ich die mitnehmen? So eine Kabelzange, ne? Die brauche ich nicht. Vielleicht brauche ich die später mal. Hier haben wir was. Master Tool Safety. Nicht gerade informativ. Aber dieser Raum wurde ja bestimmt nicht umsonst abgesperrt mit so einer Sicherung. Also muss ja hier irgendwas passieren, nachdem ich den Raum verlasse. So, ja, ein paar Fotos. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Also, es ist ein Komet runtergekommen, alles wurde zerstört und die Menschheit wollte sich, glaube ich, retten durch das Projekt, was diese Catherine gemacht hat, indem sie die Gehirne oder die Gedanken der Menschen in irgendeine Maschine reinmachen. Ich nenne es jetzt mal so ganz salopp, in irgendeine Maschine reinmachen. Dann wollten die das irgendwie zum Weltall hochschießen, zu irgend sowas. Also, wenn ich falsch liege, einfach sagen und. Irgendwas ist da jetzt schiefgelaufen, würde ich jetzt sagen, weil ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sind, glaube ich, auf der. Ja, wir sind ja auf der Erde unter Wasser und unter der Station. Und da hinten kam ich nicht weiter, ne? Aber die Men. Bei uns greift auch immer irgendwas an. Diese komischen. Leuchtemenschen nenne ich die jetzt mal. Und die sehen für mich nicht menschlich aus. Oh, alte Schatze. Erstmal. Mann. Ich kann nichts lesen. Ich habe hier kein Chat an. Also mal ganz kurz. Nicht testen. Ich muss jetzt erstmal hier wieder. Wir lassen das erstmal ganz kurz. Ja, Moment, Moment. Wo ist mein Rädchen? Da. Und ich muss erstmal hier. So, nach einer Minute sollte ich meinen Bildschirm nicht ausstellen. Sonst, ich sehe euch ja nicht, wenn ihr was schreibt. Was Wichtiges, was Informatives. Von daher. Gucken wir uns hier erstmal um. Das war ja diese eine Delta-Station oder wie hieß die? Hier waren wir, glaube ich, schon. Oh, hier geht es auch weiter. Irgendwann mal. Kommt bestimmt das Vieh raus. Ich gehe mal hier weiter. Ja, die gelben Türen, die können wir aufmachen. Frage ist nur, ob ich von hier gekommen bin. Ich weiß es echt nicht mehr. Hier sind so ein kleiner This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? Ach, das Ding war ja auf Englisch. Had to test the scanner before I could start making promises. Ja, und dadurch geht auch viel verloren, wenn es nämlich Englisch ist und man dem Englischen nicht so mächtig ist, wie die Spieleentwickler das wollen und man unten nur durchlesen oder alles mit Untertitel lesen muss. Und das, ich möchte nicht sagen, das nimmt dem Spiel Spaß, sondern man muss genau zuhören. Da hat der Buffer Able und dann machen wir das gleich. Das kann ich. Ich drücke auch meistens immer einfach nur und dann haben wir einen Fehler, keine Verbindung zum Hauptrechner. Und da geht ja noch immer vieles verloren, auch bei meinem Köpfchen. So. Ach, da kriege ich wieder eine Information. Dusty, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan.
Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Also irgendwas verheimlicht sie uns. Aber ich muss mir da noch mal mehr Informationen einholen, weil... Den brech mal wieder ab. So. Weil so richtig weiß ich auch noch nicht, was hier los ist. So. Ah, warte mal. Das ist der Pilotensitz. So, jetzt haben wir hier eine grafische Darstellung. Der Mensch setzt sich da rein. Die Gedanken switchen. Ich bin jetzt hier oben links. Die Gedanken switchen in die Maschine rein. Und dann kann er forschen, kartografieren und dann kann er auch Sachen reparieren. So. Und wenn er damit fertig ist, wie ich das sehe, geht er wieder in sich hinein? Oder wie verstehe ich das jetzt? So, das ist nämlich der Pilotensitz. Das heißt, wenn ich so eine Maschine abmurkse, wie ich das ja draußen gemacht habe, weil ich so eine Batterie brauche, bringe ich den dann praktisch um und er im Stuhl ist dann hier auch tot oder wie? Ich habe keine Ahnung. Aber das wäre dann schon heavy, oder? Denn leben die alle noch. Und dann kommt diese schwarze Suppe. Und diese schwarze Suppe, die ist für mich komisch. Dann gehe ich jetzt hier rein. Ich gehe da mal rein und dann mal gucken, was passiert, oder? Wenn ich das kann. Hier. Zack, bupp. Dann kommt das angefahren. Und dann ist hier alles ein bisschen merkwürdig hier. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Das sind die Namen alles, ne? Vermächtnis. Nenkamp, Berg, Manchi und Gerald. Testperson, weiblich. Warum soll ich die Daten löschen? Nö, die lösche ich erstmal nicht. Da steht aber auch weiter nichts drin. Geboren 84, gestorben 69. 84, 69. David Munchie. How did this... What is this? David Munchie war doch der Arzt, oder? Der uns zum Anfang, wo wir hingegangen sind. So, aufgezeichnet am 28. April 2015. Das ist auch eine Testperson gewesen und gestorben ist der 78 in Kanada. David Munchie ist der, wo wir hin sind. Kath, what is this? Why do you have a file of me? Das bin ich. One of Dr. Munchie's templates, a legacy scan. Hey, das ist bin ich hier, Simon Jarrett. Komprimierte, 2015, Verfasser David Munchie. So, jetzt kriegen wir vielleicht ein, zwei Informationen. Audioaufzeichnung. Geh mal bitte rüber. Ich komme nicht zu meiner Audioaufzeichnung. Jetzt. Ach, das ist ja hier auch ein Drücken. Warte mal ganz kurz. Echt jetzt? So. Die hören wir uns gleich an, weil ich muss mir auch eine andere Audioaufzeichnung anhören. Bin gleich wieder bei euch. So, das kläre ich alles nachher. Das ist alles jetzt unwichtig. So.
Aber es kann ja auch mal was Wichtiges sein. Ne? Ich muss ja jetzt immer hier zur Audioaufzeichnung. Wir haben 2015 Mai und Juni. So, dann machen wir mal unseren Posten. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Nochmal. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Also haben Sie den vielleicht am 2. Mai oder so erstmal in einen komatösen Zustand geschickt und er sieht jetzt erstmal Licht. Also jetzt haben wir hier einen Leitplan. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Naja, so richtig sagt man das jetzt auch noch nicht. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. So, letzte Aufzeichnung. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Ich bin jetzt tot, ja? Also der Simon. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Ah, okay. Yeah. Who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Und jetzt bin ich im Jahr 2000 schlag mich tot, 70, 80, keine Ahnung, ich weiß nicht in welchem Jahr ich bin, das habe ich vergessen. Und ich bin ja der mit der Aufzeichnung da vom 1. Juni, der Simon, und bin in einem anderen Körper. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Ah, du wirst einfach aus diesem Computer genommen und irgendwo reingeschmissen. Und wenn du stirbst, dann wirst du halt wieder, dann wirst du später aufgeweckt. Aber wer, also sterben im Sinne, deine Hülle wird kaputt gemacht. Aber du kannst dich halt erinnern an die Sachen, die du vorher erlebt hast. Aber was ist trotzdem dieses ekelhafte, dreckige Zeug? Ach guck mal, jetzt können wir sogar Licht hier anmachen. Das funktionierte ja nicht. Alles recht interessant hier, diese Welt. Ich
muss mir echt meine eigenen Let's Plays nochmal angucken, damit ich überhaupt was traffe. Welcome to my place. Traffe. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Ich denke mal, wir müssen erstmal die. Das kann ich auch machen. Wow. Ja, was machst du jetzt damit, mein Freund? Irgendwo muss. Ach, guck mal, kann ich hier was machen? Dann kann ich zu dem anderen Computer vielleicht auch hin. Nee, aber er hat mir doch hier die Diskette gezeigt. Nimm mal den Stuhl hier weg. So. Nee. Wie kann ich denn die Sachen da? So. Was mache ich? Ich muss jetzt irgendeine Gerätschaft finden, womit ich mit diesem. Ja, das guckt er sich jetzt an. Aha. Need to fix that mainframe connection. Jetzt kann ich den Rechner fertig machen. Nee, immer noch nicht. Der geht dahin. Wir haben ja noch einen Rechner damit. Doch hier vorne noch einen, ne? Ja. Ich muss erst die Verbindung zum Hauptrechner hinbekommen. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Ich würde sagen, ich rufe den Wartungsdienst an und entspanne erstmal. Nein, natürlich nicht. Ich muss jetzt in den unteren Bereich rein. Logisch. Das heißt, wir gehen erstmal hier weiter. Und dann kann ich nachher meine Daten. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Also hier sind unsere ganzen Gehirne drin. Alter, was ist hier runtergekommen? Was hat hier. Kann hier rauf drücken. Ach da, auf diese grüne Taste. Naja, das soll meine. Wir können hier gewisse Sachen rausnehmen. Jetzt wird's interessant. Das ist ja cool. Fast. Das waren alles mal. Broken. Ja, soll ich jetzt Menschen dazu sagen? Die Überreste muss ich was Heiles finden. Das wird ja grafisch, glaube ich, hervorgehoben sein, oder? Das ist schon krass. Wir suchen mal. Meine Logik ist jetzt hier, damaged. Dass man das sieht, dass die nicht kaputt sind. Hier ist komplett alles rausgerissen. Aber wir drücken trotzdem einmal rauf. Da, der sieht doch in Ordnung aus. Guck, das habe ich gemeint. Der letzte wieder. Und der sieht gut aus. Der klebt auch ein bisschen komisch dran, ne?
An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. So. Wo müssen wir dazu hin? Hier? Hier, ne? Und dann kommst du hier ran. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Strom aktiviert. Ich muss noch runter. Genau. Ihr könnt... Nehme ich euch mit? Ich nehme euch erstmal mit. Wer weiß, ob ich hier so schnell wieder herkomme. Du wirst ja vollgebullet mit Informationen. Hier komme ich nicht runter. Dann muss ich jetzt echt hier lang ran. Bin ich nicht mit so einem Shuttle hier irgendwie angekommen? Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. I'll keep my eyes open. Also so eine Proxys greifen uns an. Dann hab... Ach, ich habe diese Tür jetzt hinter mir und jetzt habe ich hier noch mehrere Möglichkeiten, irgendwo reinzugehen. Ich habe ja erstmal... Oh, will ich hier schon runtergehen? Will ich? Ja, ich muss nicht. Ich komme ja hier durch diese große Haupthalle nicht durch. Und da hinten liegt ja mein Tool. Naja, denn, ab Trimo. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen ja den Hauptstrom aktivieren. Was hat sie gesagt? Wir sollen leise sein. Er ist blind. Dann bewege ich mich wie... Ich bewege mich wie eine Schnecke. Ah, er macht viel Lärm um nichts. Kann ich hier runter... Wenn ich hier runter gehe, komme ich nie wieder hoch. Es wird gespeichert. Wir verstecken uns erstmal. Er hört sehr gut, ist aber blind. Das nutzen wir natürlich aus. Ich habe keinen Bock, hier schon wieder zu laufen und wegzuflüchten. Ja, ich gehe erstmal hier lang. Oh, wir kriechen. Ah, das liegt hier alles so rum, damit ich denn Geräusche mache und er mich verfolgt, diese kleine. Wo ist so ein Proxy oder wie hießen die? Irgendwas da. Alter, bist du aus Silent Hill? Du bist ja eklig. Kommen wir mal ganz schnell vorbei. Oh
wo? Da ist er. Oh Gott. Ey, du armes Ding. Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Er ist ja blind. Das sind so eine Stör-Elektro-Dinge, die irgendwann meine Daten dann saugen, ne? Meine restlichen elektrischen Gedanken. Ich muss aber nochmal zu diesem Gerät ran, weil ich weiß ja echt nicht, was ich gerade gemacht habe. Ach. Ach. Ich habe denn Zeit. Was passiert jetzt? Aber ich komme noch gar nicht mehr hoch die Treppe. Okay, wir machen das Ganze mal nochmal. So. Ich habe noch keinen Plan, wo ich hin muss. Absolut nicht. Ich weiß nur, dass hier... Hier kann ich hier was machen. Kannst doch jetzt da nicht einfach stehen bleiben. Ja, fress den da auf. Der macht ganz viele Geräusche. Alter, siehst du hässlich aus. Was happened hier? Wo, mein Freund? Was ist passiert?
Ich habe echt noch keinen Plan, was ich hier machen soll. Wie konnte der mich finden? Ich denke, die sind blind. Der kriegt... Da ist der schon wieder. Der kriegt eine Kabeltrommel gleich gegen den Kopf. Ach, meine Taschenlampe gibt auch den Geist auf. Meine Energie wird langsam weggefressen. Ich quäle mich irgendwo hin. Ich kann mich nicht schnell bewegen. Ich muss erstmal meinen Fluchtweg finden. Wo laufe ich denn jetzt lang hier? So. Warte mal, muss ich hier... Ich hätte hier vielleicht ein, zwei Sachen drücken müssen, damit hier der Strom anbleibt. Aber in meinem jetzigen Zustand... Egal. Kann ich hier was drücken? Nee. So. Ich bleib jetzt mal hier stehen. Vielleicht sterbe ich ja dann nochmal richtig, oder... So, was macht er? Er bleibt einfach da stehen, weil er was hört. Also Zeit ist ja genug da. Wofür muss ich jetzt hier diesen Knopf hier jetzt drücken? Nee, der öffnet einfach nur. Probier jetzt mal was aus. So, er kommt. Ich stelle mich mal hier hin. Ich bewege mich ja nicht. Ob er auch von einer Entfernung mich saugen kann oder ob ich hinter ihm langsam gehen kann. Was ist denn meine gesamte Zeit? Eine Minute ungefähr. Gut. Ach so. Hä? Router aktiv, Hauptrechner online. Das war's? Und wir machen hier... So, wie komme ich wieder hoch? So, jetzt brauche ich ja nur noch hier raus, ne? Mich langsam bewegen. Alter, dir geht's überhaupt nicht gut hier. Wir sind schon fast raus. Wo ist der Ausgang? Ich mache jetzt hier keine Taschenlampe an, auf keinen Fall. Aber ich weiß auch gar nicht den Weg. Doch, da kommt langsam der Ausgang. Dann kann ich doch einfach hier die Tür zumachen, dann kommt der auch nicht mehr raus.
Wir stehen jetzt mal auf. So, mein Freund. Du bleibst jetzt erstmal da drinnen. Kriegt er die Türen auf? Der kriegt die Türen auf. Der kriegt echt die Türen auf. Alter, du gehst mir gerade auf den Sack da. So richtig. Komm ich da hoch? Ich versuche mal wieder hier hochzukommen. Wie hüpfe ich? Ach so. Ja, los, komm, quill dich hoch, mein Freund. Jawohl. Ja. Der kommt auch die Treppe hoch. Oh nein. Ich bin so langsam. Ich kann nicht schneller laufen. Jetzt ab zum Router. Mach alle Türen zu. Ich würde gerne einen Safe Point haben, weil ich einfach nur noch schlender. Kann ich dich aussaugen hier? Ich kann nichts aussaugen. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence password already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Ja, irgendwas ist hier schief gelaufen. Ich weiß aber immer noch nicht was. Ich sehe einfach nur. Go ahead, plug in that chip you found. Ja, danke, danke, danke. So, erstmal kommt hier der Chip. So, und dann kommst du. Steckplatz 2, Chip 2, was heißt das? There should be a list of people. Oh, jetzt haben wir es. See if there's anyone who could know a security cipher. Also, wir haben Sarah, Mark, Brandon. Das sind. Wo lade ich die jetzt hoch? Wo lade ich die hin? Anmerkung, sagte sie, würde beim Überbringen der Arche helfen. Geboren 74, die ist noch gar nicht tot. Muss ich das hochladen? Der ist gestorben. Komprimierte, aha. Selbstmord wegen Konditionalität. Strohmeier ist wirklich sauer und hat die Sicherheit versteckt. Arche-Projekt ausgesetzt. Delta-Flüchtling, Robotertechniker, er arbeitet jetzt für Strohmeier. Noch so ein beschissener Kontinuitätsselbstmord. Strohmeier hat mich wieder aus meinem Labor ausgesperrt. Ich lade die alle mal hoch und dann können wir die ja nebenbei lesen. So, Sarah erstmal. Ich weiß nicht, wo wir die hinladen. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Wir brauchen jemanden mit. Was brauchen wir jemand mit was? Nochmal bitte mit. Ach, es ging nur so ein Passwort, ne? You tried that one already. Dann müssen wir Mark.
vielleicht. Ich probiere mal alle durch jetzt. That one won't work either. Look for security people like Kronstedt or Strohmeyer. Nach Sicherheitsleuten. Genau, da war doch was. So, wir haben Delta-Flüchtling. Er arbeitet jetzt für Strohmeyer. Dann haben wir Robin. Noch so ein beschissener Selbstmörder, der auch nicht. Maggie, wir sehen uns so ähnlich in allem Leben. Bup. Sie half mir, das Wellen weg von Helm zu schneiden, weil es dann. Sie wäre doch eigentlich, ne? So eine Technikerin, oder? No, I don't think so. Strohmeyer recruited people from the evacuated sites. They should also know the cipher, if you can find one of them. Der war mal fröhlich und lustig, ne? Das ist ja toll. Dann haben wir noch. Sie würde beim Bau der Arche helfen. Ich habe ja, glaube ich, den anderen Rechner auch noch da hinten. Okay, try actually reading the info and then pick one. Echt jetzt? Jetzt machst du mich hier an. Also ich habe eigentlich alle jetzt genommen hier. Jetzt drücke ich alle durch. Da steht nicht, ich bin ein Techniker und du kannst meine Daten nehmen. Hat sie gerade... Kann ich hier was an dem Rechner noch machen? Scan. Wir haben. Emma. Scanlog. Sarang ist tot, wird ausgesetzt, Selbstmord, Strohmeyer hat mich gerügt, noch ein Todesfall. Jetzt habe ich doch eigentlich alle genommen, ne? Ich lade dich auch nochmal hoch. Ach so, dich hatten wir schon? Tut mir leid. Dich hatte ich auch schon. Simon, it didn't magically change since the last time you tried it, idiot. Alte, du bist ja. Die habe ich doch auch schon genommen, oder? Probier jetzt alle durch nochmal. Dann wird ja wohl irgendjemand dabei sein. Robin. Also ich habe nicht die genommen, die Selbstmord begangen haben. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Und wer war das jetzt? There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wong. Brandon. Use the computer to activate the simulation. Geladene Scan, Herr One. Starten wir erstmal Umgebung, Strand. Ach, ich kann Ihnen ein, gebe Ihnen erstmal einen Strand. Das ist ja eher schon wieder makaber. So. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Just be calm. Take a deep breath and enjoy the scenery for a moment. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Ganz ruhig, Braune. Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal.
and we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Na, dann gehen wir mal in eine Skihütte. That wasn't so bad. Stromer really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wong. Just relax. Dr. Chun? What the hell is this place? I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. I'm trying to save a lot of people. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in. Alter, beruhig dich doch mal. Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Also, jetzt habe ich noch die Umgebung keine. Ich kann hier Modulkarte. Vielleicht muss da noch ein Modul rein. Das muss ich aber erst noch finden. That wasn't so bad. Stromer really got me worked up, bastard. What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wong. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wong. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Flip nicht wieder aus, ganz ruhig. Mr. Wong, I need you to stay calm. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Huh. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Ja, sag ich doch. Wir brauchen noch ein Modul. Das steht doch da unten. Das ist doch anwählbar. So, aber wir haben hier nichts mehr. Also muss ich was suchen. Gib mir mal einen Tipp. Vielleicht muss ich hier noch irgendwas finden? Keine Ahnung. Nee, hier finde ich ja nur die Gedanken von jemandem. Nicht die Gedanken, sondern... Nochmal ein Scan. Haben wir nochmal Wong? Ist nicht aufgelistet oder gelistet hier. Hier Nixe. Das sind meine. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, Dean. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I'm supposed to say. Ach ja, ich komme ja jetzt hier auch ran. Das ist cool. Was kann ich hier machen? Lokal. Ja. Lokal. 34 frei. Scans. Erstmal die Scans. Wassergefüllter Stahltank, so begrenzte Daten, Netzwerkübertragung, Kopie an keine. Ich kann jetzt Tankfluchen, nee, mit Pilotensitz. Bessere Fortführung mit Archen nicht notwendig. Den Strand. Verträgliche Außentest angewendet auf Arche. Ach hier, guck mal, wer sei. Verträgliche Außentest hervorragend. Daten von Wo rekonstruieren, nicht verwenden. Die nehme ich aber. So, Netzwerkübertragung verweigert. Eingeschränkte Datenzugriff. Warum?
Ich muss, glaube ich. Ach, ich muss hier ein Gerät reinpacken. Das Gerät holen wir uns jetzt. Also ich sehe so scheiße aus, weil ich verletzt bin. Deshalb sieht hier alles so verschwommen aus. Es geht mir tierisch auf den Sack. Und du bekommst jetzt... Wobei sei... EU-Chip-Übertragung abgelehnt, Daten dafür... Ne, komm ey, hör doch auf, Netzwerkübertragung. Warum denn? So. Ich könnte die Umgebung vielleicht ändern. Verworfen. Es sei. Strand. Tankfluten. Was kann ich denn mit dir hier machen, mit dem Chip? Der Strand wird auf die A hier angewendet. Die Skihütte wird verworfen. Eingeschränkte, muss ich mir andere Rechte geben? Tankflug. Mal sehen, ob ich das übertragen kann. Wie ändere ich denn meine Rechte? Ich habe ja dieses andere Gerät jetzt auch nicht mehr. Ich kann ja nur... So. Wo kann ich dich denn jetzt noch hinpacken? Hier? Nee. Na, ich wollte noch... Ja, du, ich bin auch gleich weg. Ich mache ja jetzt auch noch 10 Minuten nur. Gegen 11 wollte ich Schluss machen. Aber danke, dass du zugeguckt hast. Dir einen schönen Tag. Und wenn es dann weitergeht, schreibe ich, ja? Also, ich will das ja auch noch machen. Noch zu Ende bringen. Gut. Wir schreiben uns. Bin gehauen. Modul geht hier nicht. Ich habe noch Option. Ich brauche irgendein Modul. Wie komme ich... Wenn ich dich rausziehe, ist der Strom weg. Ja, okay, dann geht das nämlich nicht. Dann nehme ich dich auch mit. Muss, glaube ich, noch mal woanders hin. Mal sehen, ob ich mich unten erstmal heilen kann. Ich renne hier wie doof durch die Gegend. Ein paar Informationen haben wir schon bekommen. We need to find out more about him. See if you can't get to know him a little. Have a look in his room, go through his stuff. I can do that. Ja, genau. Ich bin ja jetzt schon unterwegs und gucke mich hier um, aber muss erstmal sein Zimmerchen finden, wenn das hier sein Zimmerchen ist. Aber das ist doch so eine Informations...
got Brandon Juan up and running, but he's not very approachable. Maybe we can find out where he lived and get to know him a little. Wo hat er denn gelebt? Dann sag mir, wo er gelebt hat, und dann gehe ich dahin. Standortstatus. Das ist unwichtig. Karte. Ich glaube, ich muss doch wieder in diese Zellen rein. Und da erfahre ich. Oh nein, da kommt irgend so eine komische. Hier nicht irgendwo was, wo ich meine Energie auffüllen kann. So, da gehe ich nicht runter. Ich muss jetzt erstmal wieder in die Räume rein, da wo mein Stream angefangen hat. Den Raum muss ich natürlich jetzt erstmal wieder finden. Let's do some investigation. Ja. I'm sure we can get to him somehow. Mädel, ich muss erstmal. Hier ging es auch nicht weiter. Ich bin angeschlagen und ich wirke so, als wenn ich gleich sterbe. Von daher, komm, jetzt sind wir. You're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there. Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Ja. Jetzt suchen wir Wong. Ich nenne ihn jetzt Wong, DJ Wong. Here we go, Brandon Wong's room. I'll just override the lock for you. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Wer mag Origami? Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer, nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, könnten wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele Grüße, Alice. Ah, der mag Little Alice. Was ist jetzt hier? Ach. Okay, Alice. A letter from someone named Alice. Ein Brief von jemandem namens Alice. They were together during the scan. Das Ganze. You know her? He was close with Coster. I would not have expected that. Can we use that somehow? Keep looking. Also, wir haben Info. Alice North. Komm mal weg hier, Stuhl. So. August 21:03. Aegis hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Koya, Krie und ich sind heute nach Ceta umgezogen. Aegis meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. Dann haben wir den 25. Alice August. Alice and Brandon were definitely together during the scan. Good to know. Maybe we can use that somehow. So, 25. August. Habe heute zusammen mit Alice meine Archie-Scan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut. Ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Schumtroller. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Okay, so. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für die Arche-Projekte. Oder für das Arche-Projekt. Anscheinend
wollte Konrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. So, August bis Januar, ein Jahr später. Habe gerade gehört, dass das Komorebi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Ekes abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Was habe ich hier? Attacke. Also es sieht grafisch gerade so blöd aus, weil ich angeschlagen bin. Ich wurde gefressen, ich habe nichts zum Heilen. Und das nervt mich auch tierisch an, dass hier nicht irgendwie mal was umherliegt. Skin, I'll borrow to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Ja, dann haben wir hier alles erledigt. Wir haben herausgefunden, dass er und Alice sich mögen. Bei Alice brauche ich jetzt natürlich erstmal nicht rein. Ich renne jetzt mal wieder zurück. Das ist die Toilette, da brauche ich nicht lang. Muss ich denn jetzt lang? Hier. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Mann, ich bin noch gar nicht richtig hier. Da, ich bin falsch abgebogen. Weil ich hier gerade labe. So, dann ist der Stream aber auch schon zu Ende. Den Rest mache ich dann im nächsten Stream. Dann erfahren wir, wie wir mit den Wuhang und Hangu da hier weiterkommen. Und Alice. Ich gehe jetzt erstmal hier zu meinen Räumlichkeiten. So. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Gut. Bin ich denn jetzt da? So. Ja, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Und ja, den Rest machen wir dann im nächsten Stream. Dann sehen wir, wie es denn da weitergeht. So, euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann. Bis demnächst. Üts, üts, ringehauen.